Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei der Funtime Arena. Wir sind endlich wieder im Europapark, nutzen unsere Jahreskarte und haben hier bestimmt sehr viel Spaß. Und was wir hier erleben, das erfahren die doch wahrscheinlich auch, wenn wir dranbleiben, oder? Ja, nach dem Intro. Genau, also Intro abwarten und dann geht's los hier im Europapark in Rust. Bis gleich! Willkommen zurück im Video. Traditionell, wie immer, starten wir mit dem Geisterschloss, was ja jetzt endlich wieder auf hat. Und? Castello de' Medici heißt. Ja, ich habe eben noch gefragt, wie spricht man das nochmal aus? Ja, traditionell starten wir jetzt hier natürlich. Genau, ihr wisst es aus der Historie raus, immer wenn wir im Europapark sind, wenn das Geisterschloss dann wieder auf hat oder auf hat, dann ist das eigentlich immer die erste Attraktion, die wir fahren. Und das machen wir jetzt an dieser Stelle auch. Ja. Ich bin wieder sehr gespannt, weil wir sind es tatsächlich bisher nur einmal gefahren. Und ich konnte es gar nicht wirklich so richtig genießen, weil ich halt auch da gefilmt habe für das Onride, was ja natürlich auf dem Kanal schon online ist. Und deswegen können wir jetzt nochmal in Ruhe das auch genießen. Und wenn es jetzt hier lauter wird, hat jetzt nichts mit Gruselfaktor zu tun, aber auf der... Doch, ein bisschen schon. Auf der Bühne, auf der Freilichtbühne spielt gerade irgendwie so ein Blasen- und Pfeifenchor. Ja. Ja, deswegen. Ich würde sagen, wir starten. Genau, und ihr seht... Ein On-Ride. Genau, viel Spaß. Sie werden mit Geist sein und ihre alltäglichen kleinen Sorgen für ihn vergessen. In wenigen Minuten darf ich sie zu Tode transferieren. Yeah.
freue mich immer von dir. Ja, Malle-Musik, ja. Ja, also vom einen Grusel in das nächste Grusel. Nein. Also ich muss ja sagen, beim ersten Mal habe ich das alles gar nicht so richtig wahrnehmen können. Jetzt hat man wieder viel Neues entdeckt irgendwie. Genau, das Krasse ist ja, eigentlich hat Melanie sich zum Castello di Medici hier auf diesem Kanal noch nie geäußert. Denn als wir das letzte Mal hier waren, waren wir mit der Familie da und haben gesagt, wir filmen halt nicht. Außer die Ausnahme, es war genau der Tag, wo halt das Geisterschloss wieder aufgemacht hat, haben wir dieses online gemacht. Und ich habe ja mit euch auch nochmal in einem speziellen Video darüber geredet. Es gibt auch nochmal ein Video, wo die alte Version und die neue Version zeitgleich läuft in einem Video. Links Audio, alte Version, rechts neue Version. Ist jetzt mal eingeblendet, könnt ihr euch nochmal beides gleichzeitig angucken, was in welcher Kurve komplett anders ist. Spoiler, oder ihr habt es gesehen, es ist alles anders. Aber wie findest du es jetzt generell? Ja, also wie gesagt, bei der ersten Fahrt habe ich nicht so viel wahrnehmen können. Wir waren alle sehr aufgeregt, wir waren nicht allein hier, wir hatten die Kinder dabei. Und es ging alles ganz schnell, aber jetzt muss ich sagen, es gefällt mir sehr gut. Also die haben ja so tolle Sachen gemacht, auch mit den Effekten. Und was ich am Anfang überhaupt nicht wahrgenommen habe, wenn man durch den Gang geht, wen man da sieht. Wen sieht man denn da? Ach ja, genau. Ja, da hatte ich auch, glaube ich, gar nicht drüber gesprochen. Es ist Michael Mack als Papst. Ja, ich glaube schon. Und der bewegt sich auch. Ja. Also das Bild bewegt sich manchmal. Michael Mack auch. Das ist total verrückt. Ja. Ich dachte, nee, das kann nicht sein. Und wir haben es gleichzeitig gesehen. Ja. Und das sind halt diese Hidden Max, also so viele Anspielungen im Park. Genau wie zum Beispiel Piraten in Batavia, genau. Hat man ja Roland Mack verewigt als Figur. Aber ansonsten gibt es auch ganz, da wollte ich auch mein eigenes Video zu machen, überall, wo Mack irgendwo im Namen steht. Aber das ist halt auch wieder sowas. Genau wie bei Voltron, ne? Ja. Wo die ganze Mack-Familie einmal mit dem Zug da reinfährt. Genau. Also da gibt es immer sehr viele Anspielungen. Ja, stimmt das? Was ich sehr krass finde, ich glaube, das ist die dritte Szene, wo dann oben halt diese Figur an diesem, an dem Sims ist es nicht. Das ist auf jeden Fall eine Figur, die immer mit dir geht. Also der Kopf geht immer mit. Ja. So, ist so eine Ecke. Ja. Die Szene ist so eine Ecke. Und ja, das finde ich krass. Und was ich jetzt das erste Mal gesehen habe, wenn du halt hochfährst, man fährt ja nachher immer diesen Kreis und ganz kurz vorm Ende, ist sehr dunkel, deswegen habe ich das wahrscheinlich beim ersten Mal auch nicht gesehen. Sind halt Bilder von der Familie oder sowas. Ja. Das sind alles Bilder von Animatronics aus der alten Version. Ja, und ja, man sieht es wirklich schlecht, weil da ist kein Licht in dem Moment. Ja. Und welche Szene ich noch sehr cool fand, wenn man die Leute, die am Tisch sitzen, wenn die Blitze kommen, die Skelette eingeblendet werden. Das finde ich ganz so gut. Toll. Ja. Ja. Also ich finde sie super. Ja. Gefällt mir sehr ist gut. Ist vielleicht ein bisschen gruseliger geworden, gerade am Ende mit dem Teufel und so. Und da diesen Tunnel, wo du durchfährst, wo ganz viele Skelettköpfe. Aber wie grandios das gemacht ist. Ja. Ne? Ja. Also ich finde es auf jeden Fall gelungen. Ich finde den Dark Ride jetzt schön. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich vermisse auch das Alte. Weil das Alte, auch allein mit der Musik, das hat halt... Das ist ja halt meistens Klassiker, so, ne? Wenn man sich an etwas gewöhnt hat, dann fehlt es einem ein bisschen. Ne? Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Alternative jetzt. Auf jeden Fall. Und es waren natürlich wieder Kinder hinter uns, die haben geheult und Mama, ich will raus. Ja, die sind dann wieder gegangen. Die mussten halt auch raus. Ihr habt es jetzt auch nochmal gesehen. Ich meine, euch müsst was nicht sagen, aber geht da mit eurer Familie rein. Es sieht am Anfang, weil es düster ist, vielleicht gruseliger aus, als es ist. Es ist jetzt wirklich nicht eine Geisterbahn, wo man sich komplett erschrecken muss. Es gibt keine Jumpscares, gar nichts. Darf man spoilern? Ja, die haben es gerade gesehen. Ja, die haben es gesehen, aber nicht gehört. Weil es wird ja auch noch mal hinten auf den Wagen geklopft während der Fahrt. Stimmt. An einer Stelle. Ne? Ist vielleicht mit Familie, mit Kindern noch mal wichtig zu erwähnen. Ja, war aber damals auch in einer alten Attraktion. Nur als wir am ersten Tag gefahren sind, war es aus. Wenn es nicht bei unserem Wagen. Ja. Ja. Gut, ja, also haben wir das schon hinter uns. Ja. War schön, werden wir wahrscheinlich nochmal kommen. Jetzt am Wochenende, aber ich würde sagen, jetzt mal was Schnelleres. Ich würde erstmal gerne noch Piccolo Mondo mitnehmen. Ja, dann machen wir das. Die kleinen Ärsche. Die kleinen Herzärsche. Ja. Ja. Dann nehmen wir die noch mit. Also wird es jetzt ein bisschen romantisch für euch. Jetzt liege ich hier vorne in der ersten Reihe, die kleinen Ärsche. Du hast keinen kleinen Arsch. Aber er ist süß. Zucker. Ach so. Du
Bühne nach oben geguckt, glaube ich, um alles zu sehen. Achtung, Foto. Ich habe immer bei, wenn die Fotos waren, habe ich immer den Druck, dass ich schon mal schnell blinzeln kann. Kommen Sie schon, ich sehe Sie schon. Ein Tunnel voller Arsch, ja, einmal die eine und dann die andere. Oh, Romantik. Jetzt müsste man eine Freundin haben, dann könnte man sich hier küssen. Ja. Machen das auch noch mit Zahn. Das ist auch so rot, ne? Bereich. Das sehe ich nicht. Ja. Wir sind weitergegangen. Und wir haben heute was erfahren von zwei ganz lieben Zuschauern. Ich muss gestehen, wir hatten das nicht auf dem Schirm, aber heute hat jemand ganz besonderes Geburtstag. Ja, sie ist dick und sie ist grün. Und sie hat einen sehr langen Hals. Ja, und sie heißt nicht Carla Lang. Ja. Nein. Ricarda Lang, Entschuldigung. Nein, so heißt sie auch nicht. Es ist Eva. Ja, wer ist Eva denn? Eva ist der Dinosaurier in Madame Freudenreich. Genau. Und die so lange geschlafen hat. Stimmt. Letztes Jahr war der Hals kaputt und deswegen hat sie geschlafen. Ja, jetzt funktioniert alles wieder. Und ja, wenn dann Eva Geburtstag hat, dann müssen wir halt auch mal vorbeigucken. Und singen. Genau. Und das machen wir jetzt. Da oben ist sie, ne? Ja, das stimmt. Da oben drauf ist sie. Und die Schlange, die da drunter ist, ist nicht für Madame Freudenhaus. Nein, die singen leider nicht alle. Nein. Die sind bei Moulin Rouge. Ah, mal Cancan. Cancan, ja. Cancan? Cancan. Wir wurden ja berichtet, es heißt ja Cancan. Cancan. Ja. Und es heißt nicht Madame Freudenhaus, sondern Freudenreich. Ich sage immer Madame Freudenhaus. So. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal rein, oder? Ja, ins Rollenhaus. Ja. Hast du Kuchen mit? Nee, hey. Aber ich habe meine Stimme geölt. Okay. Gut, ist das auch okay? Ja. Hier in meinem Freudenreich hat er selber immer Kuchen dabei. Gugelhupf. Gugelhupf. Ja, die sollen mal was springen lassen. Also, und warum wir wissen, dass die Dame Geburtstag hat, also der Dino, ganz einfach. Erstens natürlich, weil die Zuschauer, die wir eben getroffen haben, die grüßen auch mal, das gesagt haben. Und zweitens wissen die das dadurch, weil bei Eva ja davor so ein kleiner so eine kleine Infotafel steht und da steht das Geburtsdatum drauf. Und ja, man sollte auch mal lesen, wenn man sowas schon fährt. Und ja, wir gehen rein, ihr sitzt on-ride und alles weitere. Ja. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Eva. Happy Birthday. Würde ich mir mal Gedanken machen. Also jetzt in die Pause. Thank you.
T-Rex. Könnt ihr zusammen feiern? Er hat immer Geburtstag. Der kann ich gönnen. Der hier? Ja. Ist gut, ne? Ja. Wir kommen gerade raus aus dem Concorde-Coaster. Ich bin gerade mal einmal kurz über Paris geflogen in einem... Ja, eigentlich ist es ja ein Drogenrausch, ne? Ja. Ja, hier, wie heißt das nochmal? Das Zeug, das Grüne? Der Alkohol? Ja, ich weiß, was du meinst. Ne? Das ist ja eigentlich ein Drogenrausch. Ja. Ja, ja, wir waren in der letzten Reihe. Ja, leider hat der Ton nicht mitgemacht, ne? Ja, bei uns im Wagen war kein Ton. Ja. Aber letzte Reihe, da hebst du schon ein bisschen ab, ne? Letzte Reihe, beste Reihe. Ja, auf jeden Fall. Hat auf jeden Fall richtig Bock gemacht, hat Spaß gemacht. Und ja, es ist zwar natürlich sehr dunkel, aber wir machen trotzdem mal On-Ride rein, ne? Weil das haben wir ja jetzt für euch aufgenommen. Und damit der On-Ride nicht so ein bisschen... Wein, damit es nicht reingeschnitten wird, schneiden wir es einfach rein. Ja. Ja. Gut, machen wir so. Also viel Spaß. Den Niederlande. Ja, aber gerade waren wir im Bamboo Bay essen. Gott, was war das lecker. Ist ja auch, gehört ja auch zu Niederland, also jetzt hier. Ja, komisch, oder? Nee. Aber mit Geschichte zu tun. Ja? Ja. Okay. Kolonien und so. Ja, also ich finde Bamboo Bay sehr lecker. Handelsrouten. Die haben jetzt Erdnusscurry, pikant. Schiffsfahrt. Ja, erzähl noch mal, genau, richtig. Die haben jetzt Erdnusscurry pikant, was aber nicht pikant ist. Das könnt ihr ganz locker essen. Ich bin sehr empfindlich, was Schärfe angeht. Und es ist null pikant. Es ist aber wahnsinnig lecker. Deswegen hält sie es auch gerade noch so mit mir auf, weil ich auch so ein heißer Typ bin. Ein richtiger scharfer Typ. Ja, so pikant. Ja, ihr müsst mal in die Kommentare schreiben. Für uns ist es neu, dass es Erdnusspikant-Curry gab oder gibt. Ja. Wir haben sonst immer nur das gelbe Curry gegessen. Ja, ich blende es euch jetzt nochmal ein. Also das haben wir halt gegessen und dazu dann auch noch... acht Frühlingsröllchen, die genau. Wir uns geteilt haben, ne? Die gibt es jetzt auch als richtiges Essen nochmal mit Reis dazu, wenn man das haben möchte. Wir haben uns jetzt aber die acht geteilt. Also für alle, die das nicht kennen, ihr könnt da eine Bowl bestellen. Ihr fangt an mit der Beilage, entweder Reis oder Nudeln. Dann geht ihr eine Station weiter, dann könnt ihr aussuchen, ob Hähnchen oder Rindfleisch. Und dann wieder eine Station weiter, ob Gemüse oder kein Gemüse. Und dann kommen die Soßen,
Und zum Schluss kommt noch Topping. Da könnt ihr euch drei Sachen aussuchen. Ja. Und du isst gerne die Wasabi-Nüsse. Oh, die sind so geil. Ich bin noch nie auf die Idee gekommen, zu Hause damit zu kochen. Ja. Ich esse die aber sehr gerne. Aber ich bin noch nie darauf gekommen, dass ich hier mit ins Essen packe. Ja, schmeckt auch ein bisschen komisch auf dem Blumenkohl. Ja, wir bleiben noch ein bisschen in den Niederlanden und fahren jetzt nach Batavia mit den Piraten. Ja, ich möchte noch mal die Schweinchen sehen. Ja. Und deswegen wollt ihr die wahrscheinlich auch sehen und deswegen nehmen wir euch mit und ihr seht ein paar Ausschnitte von Piraten in Batavia. Thank you.
wir sind bei Euromir. Guckt euch diese Schönheit an. Ist sie nicht bezaubernd? Da steigen wir jetzt ein. Das ist mein Wunsch. Ja. Weil beim letzten Mal, als wir hier waren, hatte ich noch den Unfall. Da bin ich hier mit dem Rollator rumgefahren. Da musste ich leider pausieren bei Euromir. Mhm. Aber heute bin ich fit und am Start. Ja, deswegen gehen wir da jetzt rein. Der Park scheint sehr voll zu sein heute, weil es steht an. Verlängerung, verlängerte Öffnungszeiten sogar bis 20 Uhr heute. Ja. Hatten wir in den Sommermonat, wo wir hier waren, nicht einmal, ne? War aber 19:30. Ja, und deswegen gehen wir mal rein und wir fahren eine Runde. Ich freue mich. Ich mir viel mehr. Bei Euromir freue ich mir. Ja. Ja. Viel Spaß. Oh, guck mal die Sonne. Oh, guck mal. Jetzt sehen wir uns ja doch noch, Schatz. Wir drehen uns ja doch. Ich will. Ja, vielleicht hast du ja die Chance, rückwärts zu fahren. Jetzt warte doch mal ab. Das Leben ist noch nicht geschrieben, Schatz. Pack das scheiß Handy weg, Alter. Meine Fresse. Guck mal, da hängt ein Gockel auf dem Dach. Ein riesengroßer. Tut mir leid, dann müssen wir halt nachher nochmal fahren. Siehst du? Ich hoffe, er fällt das irgendwo hin, wo es nicht mehr herkriegt. Jetzt kommt ja die Kacke. So, jetzt stehen wir genau wieder da, wo wir gerade im Haus standen. Oh. Aber wir sind eine Achterbahn mehr gefahren an diesem Tag. Jetzt wird es auch langsam mal, wo es in die Richtung geht. Du hast ja was. Kommt immer irgendwas von den Bäumen runter. Jetzt kommen wir langsam mal zu den schnelleren Sachen. Ja, also Video, ne? Ich möchte noch mal erwähnen, ich liebe Euromir sehr. Ich werde eine Fangruppe bilden. Ein Fanclub. Mir fehlt dafür aber noch ein Rad von Euromir. So, wink mit dem Zaunfall. Oder ein Stück Schiene, oder ein Bremsschwert, irgendwas. Oder eine Gondel. Oder einen von diesen Türmen, irgendwas. Irgendwas. Also, ne, wink mit dem Zaunfall. Ich würde sogar eine Mutter nehmen. Du bist doch eine Mutter. Ja. Ah, ja, von der einen schönen Bahn zur nächsten schönen Bahn. Ah. Hier kann man jetzt rübergehen. Das war ja lange Zeit nicht möglich, aber ja, jetzt ja schon. Der hat was Neues aufgemacht, ich kenne das noch nicht, da müssen wir mal gucken. Ja, ich habe davon mal wie heißt das? Voltron? Das hört sich so ähnlich an wie dieses Taron. Taron. Weiß nicht, wie das ist. Nein, also, wir sind in Kroatien, der neue Themenbereich. Mit der neuen Achterbahn Voltron. Achtung, der Zug fährt los. Machen die das jetzt bei jedem Wagen von Voltron? Alle 38 Sekunden, Achtung! Hä? Ach, oh, ist das nicht schön. Aber das war doch, das ist doch von EP Express. Warum hört man das hier? Weiß ich nicht. Haben die hier irgendwas ein Kabel falsch angeklemmt oder so? Ja, also wir waren ja bei der Eröffnung hier, davon gibt es auch ein langes Video. Hat sehr viel Spaß gemacht, könnt ihr euch das, ja, riecht nach Maggi-Kraut, ne? Ja. Es sind überall so Kräuter und was ich weiß alles, Lavendel und hast du nicht nice. Gesehen. Die Schönheit. Wir haben es jetzt gerade drauf, hast du das gerade gesehen? Was denn? Ist dir da gerade nicht was aufgefallen? Ich sehe überhaupt nichts, außer du hast sogar gesagt, da ist diese Schönheit. Ja, mehr wie einen Pfeiler sehe ich nicht. Die hatten wieder dieses Glück. Hast du nicht gesehen? Die standen da. Ja, die sind mehrmals gelauncht. Rausgelauncht. Ja. Ich möchte das mal erleben. Also wie gesagt, wir waren bei der Eröffnung hier. Jetzt noch ein bisschen.
Wir waren bei der Eröffnung hier, davon gibt es ein Video, es gibt ja auch schon ein On-Ride. Nach der Eröffnung haben wir uns, haben sehr viele Leute uns gesagt, Voltron fährt nicht mehr so toll wie am Anfang, da ruppelt was. Wir waren in der Zeit jetzt auch schon mal hier. Wir sind mit Zug 5 gefahren und konnten das im hinteren Bereich auch bestätigen, dass es so war. Wir haben aber jetzt auch wieder von anderen Leuten gehört, die sind auch heute noch gefahren, dass die in den Zügen gefahren sind. Erste, zweite Reihe, ja, das ist Lavendel. Und die sagen, das ist ganz normal. Wir fahren jetzt einfach mal. Es ist schönes Wetter. Guckt es euch an. Es ist so eine schöne Bahn. Und die muss einfach gefahren werden. Deswegen Akku wechseln und dann geht's rein. Oh Mann. Da steht da schon wieder einer und wir sind wieder ein Mensch. Das war so geil. Dass man immer einen warm zu früh hört. Achtung, der Zug fährt los. Attention, ultra rapide. Attention, please. The train is leaving. Alter, diese Hangtime! Oh! Oh! Die fährt viel schöner. Heftig. Mit Voltron gefahren. Zweimal. Ja, zweimal. Ja, ihr habt aber jetzt nur einen On-Ride gesehen. Lohnt sich, also ist ja, quatsch ja zweimal hintereinander, das ist auch zu schneiden. Aber wir können ja dann nochmal ein bisschen Stellung beziehen, weil uns ja auch sehr viele Nachrichten erreicht haben, auch bei den Q&As und auch privat bei Instagram. Ey, fahrt doch nochmal Voltron. Nach der Eröffnung, da hat sie so ein bisschen was getan und ist schlimmer geworden. Also die Bahn schlägt und ruppelt. So. Wir haben beim Q&A haben wir schon von Wagen 5 gesprochen, weil wir einmal Wagen 5 gefahren sind, was wirklich sehr ruppig war. Heute sind wir Wagen 5 erneut gefahren und es war nicht ruppelig. Ja, wir sind sogar in Wagen 5. Also es gibt ja sehr viele Gerüchte oder Meinungen, dass halt bei Wagen 5 es halt schlimmer ist oder schlimm ist. Wir müssen ganz ehrlich sagen, dass wir das auch so bestätigen können, weil wir im Sommer hier waren und sind Wagen 5 gefahren in der dritten Reihe und das war richtig ruppelig. Ja.
Jetzt sind wir aber heute wieder Wagen 5 gefahren. Aber in der vierten Reihe. In der letzten Reihe, die eigentlich dann ja noch heftiger sein muss wegen den Kräften und so. Aber da war gar nichts. Vielleicht haben sie neue Reifen gekriegt. Irgendwas, vielleicht haben sie schon was anders gemacht. Also es ist auf jeden Fall der Wagen 5 gewesen. Melly saß außen, ich saß innen. Und ja, klar, ne, außen sind trotzdem ein paar mehr Kräfte. Du hast ja auch nichts unter die Füße praktisch. Aber es ist nicht dieses Richtige, was wir auch, wie gesagt, im Sommer erlebt haben. Dieses heftige, ruckelige, nach allen Seiten schlagende Ding, was es war. Ja. Oder? Mir fällt gerade leer, das irritiert mich ganz doll. Ja, ja. Also, ja, genau. Also außen, ich saß in Wagen 5, saß ich außen. Es ist außen natürlich anders wie innen zu fahren. Außen hast du mehr Kräfte und du wirst auf jeden Fall mehr rausgezogen. Das ist ganz klar. Davor sind wir Wagen 4 gefahren, da saß ich innen, aber nichts zum Vergleich im Sommer, wo wir Wagen 5 hatten. Und da haben wir die Bahn gar nicht wiedererkannt. Genau, oder? Und das ist auch das, was wir dann halt auch, ich glaube im Q&A war es, gesagt haben, dass der Park das auf jeden Fall auch weiß. So, und dass da dann halt auch reagiert wird. Die Frage ist halt immer, erstmal Ursache finden, wie lange dauert das? Also ich bin auf jeden Fall davon überzeugt, dass da was gemacht worden ist, weil es sich jetzt anders wieder fährt. Ja, vielleicht waren es wirklich die Reifen oder so, das weißt du ja nicht. Ja, keine Ahnung, irgendwas muss ja gewesen sein. Und es fährt sich jetzt anders. Zum richtigen Test müsste man sagen, ehrlicherweise, wir müssten dann auch nochmal Reihe 3 fahren, weil da sind wir Reihe 3 gefahren, aber es sollte ja überall so sein. Also es ist auf jeden Fall extrem gut fahrbar. Ja. Aber was du gerade schon angedeutet hast, Voltron hat heute tatsächlich diverse Probleme. Mhm. Als wir hier in den Bereich kamen, Kroatien, da war ja schon mal ein Stopp. Und wo ich noch so lustig drüber geredet habe, von wegen, ja, das ist doch die Ansage hier vom MP Express. Nee. EP Express, wir sind im EP und nicht im MP. Ja. EP Express, Wagen fährt los, das ist tatsächlich dieselbe Ansage. Nur die nutzen die hier auch, wenn halt ein Wagen hier in diesem Lounge-Bereich stecken bleibt und dann halt der erstmal auspendelt und dann halt wieder Vollgas gibt, damit die Leute Bescheid wissen, jetzt geht's wieder weiter. Das ist dieselbe Ansage und die hörst du hier im kompletten Bereich. Das hatten wir, als wir eben gewidert haben. Dann saßen wir bei der ersten Fahrt in der Bahn und der Wagen vor uns hatte das auch. Ja, der Ben, der würde sich freuen, wenn er das mal miterleben könnte bei Voltron. Ja. Jetzt fährt sie gerade auch wieder leer. Ja, sie machen das komplette Testfahrten die ganze Zeit. Die ganze Zeit fährt keiner mit. Ja. Ich weiß nicht, was da heute los ist, aber technische Geräte. Ja. Muss halt manchmal sein und das dient ja auch nur der Sicherheit, dass man das auch erstmal wieder alles testet. Ach, guck mal, da klingelt ein Glöckchen. Ja, also so viel erstmal dazu. Fahrten waren toll. Ja. Es gibt auch neue T-Shirts, haben wir gesehen, habe ich jetzt nicht gefilmt. Ja, es gibt auch einen neuen Pin. Einen neuen Pin, genau, von Voltron und ein T-Shirt, wo diese goldene Schrift Voltron ist und hinten so klein Rimac und Europapark-Logo für 40 Euro. Ja. Ja. So viel erstmal hierzu. Mir fehlt leider Gottes noch, ich hoffe, das kommt vielleicht irgendwann noch, die Musik von Voltron. Die würde ich sehr gerne haben. Also ich kriege immer ganz doll Gänsehaut, auch wenn im Wartebereich halt das mit den Blitzen kommt. Ja. Und, oh, da kriege ich Gänsehaut. Ich würde das sehr gerne als CD haben. Ja. Ich hoffe, dass das noch kommt irgendwann. Ja. Es gibt, glaube ich, ein Video bei YouTube, da hat jemand das aus dem Trailer damals irgendwie rausgeschnitten. Viel mehr Musik ist das ja da nicht, aber da gibt es bestimmt auch noch viel, was man halt einfach nur so hört. Und hier aus dem Bereich wäre halt schon schön, wenn es da halt auch wirklich eine CD gibt. Oder wenigstens halt bei Spotify, digital. Ja, ja. Reicht ja. Genau. Ja, das ist erstmal soweit aus Kroatien. Ja. Ne? Wir machen an diesem Tag nicht nur ein Video, sondern wieder mehrere Videos. Deswegen sind wir hier oben auf dieser tollen Terrasse, was es damit auf sich hat, fahrt ihr in einem anderen Video. Genau. Ja. Sonst noch irgendwas, was wir erzählen können? Wir kommen heute relativ gut durch den Park, obwohl, 20 Uhr, ich weiß gar nicht, ich hab's gesagt, 20 Uhr hat der Park heute auf. Dementsprechend voll ist es auch, aber ihr wisst es, wir müssen ja nicht so lange anstehen für die Attraktion wegen dem Schwerbehindertenausweis von Melli. Haben wir jetzt auch schon in ganz vielen
Europapark-Videos angesprochen. Das heißt, wir können halt praktisch die Wartezeiten skippen, können halt dann sofort fahren. Kommt uns natürlich zugute. Aber ja, auch den anderen Leuten, die hier im Park sind, natürlich auch, weil natürlich immer geschaut wird, wie viele Leute haben heute eine Karte geholt. Und dementsprechend lang ist halt auch auf. 20 Uhr, wie gesagt, heute. Wir waren in Sommermonaten hier. Da sah es auch extrem voll aus. Das hatte man nur bis 19:30 auf, ne? Wie wir hier waren mit den Kindern. Deswegen noch mal eine halbe Stunde mehr. Ja, ist cool. Aber wir haben dann auch immer die Möglichkeit, zwischendurch dann auch mal eine Pause zu machen. Was zu trinken, was essen. Oh Gott, jetzt regnet's wieder. Genau, und jetzt gucken wir dann mal, wo wir hinkommen, ne? Ja. Was hast du denn noch so Lust heute? Blue Fire. Einmal Blue Fire, bitte. Ja. Aber erst noch was Kleineres oder was Süßes oder was Süßes Kleines? Ja, du hattest erzählt, es gibt was Neues. Ja, wollen wir das mal probieren? Ja. Jetzt? Sofort? Ja. Okay. Dann gucken wir mal, was wir da so schnapulieren können. Es gibt etwas Neues, was wir jetzt mal testen möchten. Und zwar in der Saftboutique. Wo sind wir hier? In der Saftbar. Ja, es ist so ein bisschen Niemandsland, ne? Ja. Ist so zwischen Holland, dem Abenteuerland, den Rest davon, und Skandinavien. Da steht die Garnini Saftboutique. Ja, so. Und zwar gibt es Croissant Rolls. New York Croissant Rolls. Und zwar in Heidelbeere, in Mango. Kannst du mal halten. Und es gibt die auch noch mit Nutella. Und Bubblegum. Ja, blauer Kaugummi, genau. Genau. Ich muss sagen, also deiner ist auf jeden Fall viel dünner als meiner. Meine Ei. Aber dafür hast du ein komplettes Design. Ja. Ich muss sagen, also auf Anhieb finde ich den Preis sehr wuchtig. Das sind 6,90 Euro für eins. Ich habe sowas noch nie gegessen. Ich auch nicht. New York Croissant Rolls passt natürlich auch sehr hervorragend zum Europa-Park. Ja, aber wir haben es jetzt mal geholt, um mal zu probieren. Also ich zeige es euch mal so. Es ist ein Croissant gerollt und innen drin soll es wohl auch noch eine Füllung geben. Dann wahlweise mit dem Geschmack. So, am ersten Blick dachte ich so ein bisschen an Donut. Wegen mit Füllung und so. Oder Cronut. Ja, da sind 6,90 Euro schon ein bisschen heftig und wir haben das in die Hand bekommen und ich dachte, ja, wenn das eine Füllung hat, dann muss das schwer sein. So schwer sind die Dinger jetzt auch nicht. Nee, es ist luftig leicht. Ja. Aber Kalorien ohne Ende. Wahrscheinlich, ja. Ja. Möchtest du mal... Ich probier mal, ja? Ja. Hast du denn schon was Füllung? Nö. Nö. Ja, hat was von Cronuts halt. Ist wie Croissant. Ich hatte die Befürchtung, dass es sehr trocken ist. Mhm. Bisher ist es das auch, weil ich habe noch keine Füllung. Probier du mal. Ich habe echt Angst, dass da überhaupt gar keine Füllung drin ist, weil man sieht das ja, es ist ja hier komplett gerollt. Wo soll denn da noch eine Füllung? Nicht, dass sie das hier oben meinen, aber das ist ja dann nicht gefüllt, oder? Also das wäre ja dann wirklich ein Witz. Doch, da ist Füllung. Ja. Da seht ihr schon ein bisschen. Es ist aber schon sehr mangotastisch. Ja. Nicht deins, ne? Mango mag ich nicht so gerne, nein. Aber ja, es ist halt im Moment bisher für mich noch nicht so besonderes, weil ich habe jetzt gerade so ein bisschen die Füllung angekratzt. Schmeckt halt nach Croissant mit irgendwas Süßem. Ah, du hast jetzt aber die Füllung da richtig ordentlich dran, ne? Und? Würdest du sagen, das muss man sich nochmal holen? Okay. Nein. Also, es ist natürlich eine Erfahrung wert, aber ich finde den Preis sehr überzogen. Für das, was es ist? Ja. Also 6,90 Euro. Ich habe eben mal geguckt aus Spaß. Die haben da auch große Fruchtbecher mit allem möglichen an Obst drin für 4,50 Euro. Ja, da hast du einen großen Becher mit Obst und dann zahlst du dafür 6,90 Euro. Also das finde ich schon happig, muss ich sagen. Was sagst du denn?
Ich bin jetzt gerade so ein bisschen, ich habe ja keine Hand frei irgendwie. Habe ich irgendwas im Bart hängen? So, ich habe jetzt gedacht, hier die Füllung, da schmeckt jetzt auch nach Mango. Das ist eine Puddingfüllung. Das schmeckt bei mir normal nach Pudding. Kannst mal mir gerne probieren. Du kannst auch mit dem Finger da mal rein. Ist nur Pudding. Ja, das hier oben hat so Mango-Geschmack hier, dieses Frosting, aber innen drin nicht. Bei dir denn? Doch, das hat Geschmack nach Himbeeren oder Heidelbeeren. Ja, also ich weiß nicht, ob das jetzt der nächste Trend halt so ist. Es gibt ja jetzt auch in anderen Parks so schon so Sachen jetzt wieder mit Croissant-Teig. Wenn man halt, ich blende es euch jetzt mal ein, mal die Werbetafel euch anguckt, wie dick diese Dinger halt da drauf aussehen, ist das halt ein bisschen anders, wie das, was man halt kriegt. Zum Beispiel bei meinem, bei diesem Mango-Ding, sind auch noch so ein paar Blüten, die man da drauf sieht auf dem Bild. Die sind ja gar nicht. Und also, die sind auch nicht frisch. Die werden ja nicht frisch gemacht. Das ist, keine Ahnung, ob es TK-Ware ist. Auf jeden Fall werden die da kühl, genauso wie die Donuts, die es halt so gibt in so Parks. Ne? Ja, also war eine Erfahrung wert. Ich brauche es jetzt nicht nochmal. Es ist nicht schlecht, aber für den Preis brauche ich es jetzt nicht nochmal. Dann lieber ein Stück Kuchen. Ja, für 6,90 Euro kriegst du schon ein ordentliches Stück Kuchen. Ja, da kriegst du bei Middelberg schon zwei Stück. Ja. Naja. Ist ein sehr guter Kuchenladen bei uns. Ja. Ja. Also ich finde, ich habe es gar nicht glauben können, dass das Ding 6,90 Euro kostet. Ich stand davor und ich dachte, bitte? Ja. Vor allem, weil ich dann halt im Verhältnis die anderen Sachen da gesehen habe, ne? Ja. Naja. Ja. Eine Erfahrung wert und jedem dem schmeckt es ja super. Also ich brauche das jetzt nicht nochmal unbedingt. Nee. Wir haben es getestet, ist okay, aber ich bin sowieso nicht für sowas. Ja. Aber ja, wie gesagt, ist okay. Müsst ihr selber mal aussetzen, wenn ihr wollt. Unsere Meinung ist da jetzt. Wir kommen gerade raus aus dem Stationsgebäude von Blue Fire. Ja. Melanie ist ein bisschen traurig und sauer. Zugleich. Kennt das, ne? Wenn Frauen nicht mehr zufrieden mit ihrem Körper sind. Ich habe zu Melanie gesagt, es ist gar nicht so schlimm. Es ist gar nicht so schlimm, ein paar Kilo mehr auf den Rippen zu haben. Es ist gar kein Problem. Ich lebe damit schon seit Jahren. Stell das jetzt sofort klar. Ah, ich kann nicht mehr. Also, wenn ihr bei Blue Fire oder mit Blue Fire fahrt, steht am Eingang steht ein Mitarbeiter und der sondiert die ganzen Leute. Und wenn er sieht, der kleine Benny hat ein paar Big Mac zu viel gegessen, dann bekommt ihr ein Kärtchen gereicht für die 10. Reihe. Die 10. Reihe ist die Reihe mit den Big Boy Seats. Also, jetzt auf gut Deutsch gesagt, die Reihe für die Fetten. Ich habe bei Blue Fire in keiner Reihe je Probleme gehabt. So, und wir gingen halt zu zweit halt rein. Melly war vorne. Und der Mann gab halt einfach die. Also, es ist ja zuvorkommend und nett, dass man halt einfach diese Karte gibt. Keiner weiß eigentlich was. Aber die in der Station wissen, okay, Reihe 10 heißt, er ist ein bisschen korpulenter. Und dann tun wir den in die Reihe 10 setzen. Der Mann gibt mir die Karte mit den Worten, das Sitzen ist ein bisschen bequemer. Ich sage, gut, dass es dich betrifft, ne, dass du bequemer sitzt, dass du da rein musst und nicht ich. Und jetzt macht Melanie sich natürlich Gedanken. Eigentlich wollte er vielleicht sehr nett sein, der Mitarbeiter, hat aber dann das komplett andere bewirkt. Denn einer Frau sagt man natürlich nicht, wie schwer sie ich weiß selber, dass ich ein paar Kilo zu viel habe. Das ist überhaupt nicht wahr. Aber in Blue Fire habe ich noch nie Probleme gehabt. Ja, der hat mir die Karte bestimmt nur wegen Ben gegeben. Ja, natürlich. Natürlich. Aber ja, das kam dann halt ein bisschen komisch, weil mir jetzt sagt, so dick bin ich doch gar nicht. Nein, bist du auch nicht. Vor allem, weil mir vor mir eine Frau eingestiegen ist, die noch mehr drauf hatte als ich. Wo ich auch gedacht hätte, die hat auch mehr als Ben. Aber okay. Ja. Vielleicht auch, weil Ben so groß ist. Ich weiß es nicht. Er hat es nicht wegen dir gemacht. Ja, aber trotzdem war das blöd. Auch wenn jetzt eine... Ich weiß ja, was die Karte bedeutet. Das ist ja... Ich bin ja nicht unwissend. Und nur weil ich jetzt vorne war, hat er mir die in die Hand gedrückt. Ich mache da halt immer Spaß mit. Ich sage immer, Dankeschön, ich weiß, dass ich fit bin. Nein, aber es ist ja... Eigentlich ist es ja wirklich so, dass halt keiner weiß. Es ist, habe ich mir die auch gesagt, es ist natürlich... Wenn du halt reingehst und du stellst dich normal an und wirst dann in Reihe 2 oder 3 eingewiesen,
Und dann funktioniert das nicht, dann kommt ein zweiter Mitarbeiter, der drückt auch nochmal mit und dann geht's nicht. Dann musst du aussteigen, alle Leute gucken, dann musst du in die Reihe 10 wieder. Dann drücken die da nochmal. Das ist natürlich auch erstens für die Person entwürdigend eventuell. Und auf der anderen Seite ist ja auch immer, ja genau, es ist eine Zeitsache. Und so wissen die Leute direkt, okay, hier, Reihe 10. Es ist ja immer noch was anderes wie Volantica, dass du dann halt vor dem Einstieg dieser Rutsche stehst und dieser Einstieg muss. Ist halt einfach eine Waage. Und da steht dann halt entweder rot oder grün. Und wenn rot heißt, dann heißt es, nein, du darfst nicht mit der Rutsche. Das ist entwürdigend. So, aber auch da, Sicherheitsbestimmung muss natürlich eingehalten werden. Ja, also, du kannst gerne heute Abend noch ein Schnitzelchen essen. Kein Problem. So, ja, was machen wir denn jetzt, hast du gesagt? Blue Fire muss ich auch noch mal kurz was zu sagen. Ja. Ich habe die ganze Zeit die Arme hochgehalten, obwohl ich darauf geachtet habe, sobald es durch den ersten Tunnel geht, alle Arme, auch vor mir, machen dann den. Ja, also du hast die Arme nach oben gemacht. Zeig doch mal, was für dich nach oben gemacht heißt. Beim Start habe ich es so gemacht, aber sonst die ganze Fahrt über so. Ja. Ihr seht zwar nicht, wie Melli das so gemacht hat, aber ihr seht die Fahrt und ja. Ja. Das seht ihr jetzt. Viel Spaß! Ja. We have a problem! Und jetzt stoppen! Jupping, jawohl! Bist du zu stark? Ist die Achterbahn zu stark? Hey. So im Mund? Nichts mehr. Ich hatte Karamell im Mund. Wo kommt das denn her? Ich muss so lachen, weil das so voll gespielt ist. Wir haben die Zähne gerade schon mal aufgenommen. Ich nicht sagen. Wir haben die Zähne gerade schon mal aufgenommen und dann ist die Kamera ausgegangen, weil das Akku leer war. Das ist YouTuber-Geheimnis, das darfst du nicht sagen. Es kommt, weil ich ja aus Aachen komme, kann ich euch das ja zeigen. Lindor-Kugel. Das versteht in Deutschland jetzt überhaupt gar keiner. Weil Lindor eigentlich aus der Schweiz kommt. Das ja, hat mit Aachen zu tun. Aber wir haben in Aachen Werksverkauf. Ja, bei uns wird die Schokolade für Deutschland hergestellt. Oder für weite Teile Deutschlands. Guck mal, ja, ob hier irgendwo was draufsteht, wo Aachen draufsteht. Nee. Auf den großen Tüten da drin steht es auf jeden Fall. Ja? Ja. Lustig ist, also hier gibt es ja ganz viele Lind-Läden. Hier in Irland zum Beispiel, in Russland. Und in der Schweiz auch nochmal. Und da gibt es halt so Bruchtüten. Für 25 Euro habe ich gerade gesehen. So Schokolade mit ein bisschen Nuss drin. Also Leute, die kriegen wir bei uns im Werksverkauf die gleichen Tüten für 10 Euro oder so. Ne? Ja, wir kriegen bei uns im Werksverkauf kriegen wir Kiloware, ne? Bruchware. Ja. Kilopreis dann. Das ist schon ganz cool. Ja. Aber normalerweise bin ich auch nicht so geil auf Lind. Aber so ein paar Lindor-Kugeln immer so mit ein bisschen Unterschied finde ich schon sehr nett. Ja. Ich hatte jetzt Karamell und Kaffee. Dann habe ich Irish Cream und Himbeersahne. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt von dem Kind, wo die spielen Fußball mit den Bobbycars. Und ich gucke gerade, ob hier nicht irgendwo doch Aachen draufsteht. Bentplatz. Da steht tatsächlich nichts. Ja, aber vielleicht ist hier Lind Schweiz im Europapark doch ein bisschen mehr als Aachen. Naja, egal. So, wir befinden uns wie bei Donksy Dengsy. Ja, Dengsy Dingsy, Dingsy. Dancing Dingsy. So, und da sind wir jetzt. Und wir sind ja schon mehrfach jetzt hier im Park gewesen. Also, letzten Jahre, Zehnte und so. Und jedes Mal wollen wir nochmal fahren. Und haben uns gefreut,
Auf die eine Mitarbeiterin. Ja, auf die rothaarige Mitarbeiterin. Ja. Weil die immer to your heart, die macht immer so geil Stimmung bei Dancing Dingy. Dingy. Ja, und beim letzten Mal war die Dame leider nicht da. Wir sind zwar gefahren und haben dann auch to your heart gemacht. Ja. Aber der Mann, der dahinter... Der hat so gemacht. Der Mann, der da in seiner Box stand, dem hat das so gar nicht interessiert. Ja, der hat uns... Und jetzt haben wir gesehen, dass die gute Frau da ist. Und deshalb werden wir jetzt mal abdancen. To your heart. Abdancen, Ding sie machen. Mhm. Ja. Weil wir sind so oft... Also wir sind... Das ist auch eigentlich total blöd, ne? Wir sind öfters mal hier hingekommen und haben dann geguckt, ist sie da? Nee? Und dann sind wir wieder gegangen. Ja. Sind wir weitergegangen. Ja. Weil die macht einfach so geil Stimmung, die Frau. Ja, ich glaube, die hat auch ein Award bekommen von den EP-Fans oder Friends für die beste Mitarbeiterin im Park. Kein Wunder, also ich finde die ganz toll. Ja. Die macht so geil Stimmung. Ich meine, das ist jetzt ja nicht das atemberaubendste Fahrgeschäft da, ne? Ja, Aber die Frau, die reißt es so raus, das macht einfach unglaublich viel Spaß. Die Frau macht die Thematisierung. Ja, ich finde die toll. Ja. Und da machen wir immer so. Wir waren letztes Mal mit den Kindern drauf, dann saß Ben mit einem der Kinder hinten auf der einen Seite und ich mit dem anderen Kind auf der anderen Seite hinten. Und dann haben wir uns immer gegenseitig to your heart gemacht. Der Mann im Kasten da drin, der hat die Welt nicht verstanden. Ja. Naja, ja genau. Deswegen machen wir das jetzt. Ja, bevor die Frau Feierabend hat. Ja, genau. Hoffentlich bleibt sie noch ein paar Minuten. Ja gut, also dann packen wir jetzt all diese Sachen zusammen und ihr seht ein On-Ride von Dönsi Dengsi. Dongsi Dengsi. Guck, und da geht die Dame wieder ab. Die tanzt sie wieder. Glücklich. Das ist jede für zwei Minuten dasselbe Lied. Aber die macht das einfach den ganzen Tag. Nächstes Mal ein Bitteschild machen. Ja. Ja. Guck mal hier. Kann ich denn hier irgendwie noch... Guck mal, wie wir hier sitzen. Wir sind in einem Drachen drin. Das ist der Drachenkopf. Wir haben das ist Breakdance für Kinder. Ja. Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Dragon... Kannst du den Arm wegtun? Ja, mach ich gleich. Ich muss nur irgendwo damit hin. Also, nee. Ja, aber wie blöd sieht das jetzt für die Leute aus, wie ich hier ja, sitze? Ja, das sollte genau zeigen, in was für einem ein bisschen Lage wir hier sind. Also es passt kein Blatt Papier mehr zwischen uns. Kannst du das da mal? Ja. Dann rutschst du gleich raus. So, dann überprüft jedes Einzelkind nochmal, ob es auch wirklich groß genug ist. Ja. Und dann geht's hier los. Ganz viele traurige Kinder haben gerade die Attraktion verlassen. Ja, weil sie 2 cm zu klein sind. Vielleicht hätten wir doch jeder einen Drachen nehmen sollen. Jetzt ist es zu spät. Mein Becken ist gleich gebrochen. Das ist jetzt auch nicht nett von dir, dass du so über meinen zärtlichen Körper sprichst. Ich rede gar nicht über deinen, sondern über meinen. Ja, naja, egal. Ist nicht erlaubt. Ja, wir fahren ja auch noch nicht los. Ja, aber ich sag's dir nur, dass es nicht erlaubt ist. Und deswegen tun wir euch jetzt an den Brustgurt und dann ist es wieder erlaubt. Viel Spaß. Dann nimmt jemand deinen Job sehr ernst. Ja, wichtig. Wichtig und richtig.
Ich werde nach außen gedrängt, natürlich. Physik, Schatz. Du bist außen vor. Ach du Scheiß. Das ist nicht erlaubt. Also das ist nur nicht erlaubt, weil wir eine Actionkamera haben. Mit dem Handy zu filmen, das ist erlaubt. Ach so, man von draußen. Schatz, ich will ja nichts sagen, ne? Aber ich rutsche mit meinem Hintern von der Bank. Ich liege ja gleich unten. Hui! Bei jeder Kurve bin ich mein Becken entlassen. Und mein Becken belastet. Ich sitze hier so. Ach du Scheiße. Ich weiß gar nicht, was ich hier filme. Vielleicht mit Spucke. Hallo! Oh, schon vorbei. Was eine rasante Fahrt. Spanien? Hola! Olé! Ja, genau. Da sind wir wieder. Ja, wir sind wieder mit dem Zug gefahren. Ja, das dritte Mal heute. Ja, stimmt. Wir sind in Spanien angekommen. Wir müssen ganz ehrlich sagen, wir haben das... Wie oft sage ich das eigentlich? Oft. Oft. Ihr werdet es bezeugen können. Wir haben das an diesem Wochenende mal etwas anders gemacht als an den üblichen Europapark-Wochenenden. Denn normalerweise reisen wir freitags schon an, nach der Arbeit, pennen dann einfach, kommen dann hier, legen uns ins Bett und gehen dann morgens in den Park. Heute ist es so, wir sind heute Morgen, am Samstag erst angereist. Wir sind um 3 Uhr heute Morgen aufgestanden und sind ein Auto gefahren, 4 Stunden? Nein. 5. Weil die Autobahn gesperrt war und wir eine Stunde überlanden mussten. Ja, wir wissen jetzt, wie Offenbach aussieht. Ja, und dementsprechend sind wir etwas K und O. Ja, ich bin etwas K und O. Viele laufen hier durch den Park, das zerrt echt ein bisschen an mir. Deshalb fahren wir im Moment viel mit der Tram. Ja. Ja. Und wenn es an mir ging, wäre ich jetzt gerade schon aus dem Park gegangen. Wir haben jetzt 7 Uhr ungefähr. Ich bin völlig fertig. Ja, machen wir natürlich nicht. Wir machen das Ganze, was wir jetzt schon mal gemacht haben, nochmal. Ja. Nein. Wir machen jetzt noch so ein paar kleine Sachen und chillen so ein bisschen unsere Base und gehen dann halt. Denn heute ist der 14.09., gibt es ein Comeback von Stefan Raab und das möchte ich sehr, sehr gerne im Fernsehen gucken. Was ihr in diesem Video nicht gesehen habt, wir sind Sachen gefahren, die wir nicht gefilmt haben. Beziehungsweise Melli ist sie gefahren. Wir haben Silvester gemacht. Da sind die Mitarbeiter heute, haben kein Spinat gegessen. Die normalen Mitarbeiter, die normalerweise sich da auch reindrücken, die sind heute nicht da, konnte ich nicht mitfahren. Und wo dann? Da wurde gar nicht richtig gedrückt. Also da war, ja, tut mir leid, raus. Ja, ich bin Wodan und Silvester allein gefahren. Ich konnte kein On-Ride machen, weil Ben hat die Kamera um die Brust gehabt. Und das kann man dann halt auch nicht mehr während... Das funktioniert dann halt einfach nicht. Ja. Ist jetzt aber auch nicht so schlimm, weil eigentlich wisst ihr ja, wie diese ganzen Attraktionen ja aussehen und wir nehmen euch einfach so ein bisschen mit. Also durch den Park. Sind heute wirklich also, sehr gut durch den Park gekommen. Ja, also die großen Sachen haben wir jetzt alle gemacht, bis auf Arthur. Ja. Und die Wasserattraktion, wo wir heute tatsächlich beide gesagt haben, nee. Obwohl, wäre vielleicht ganz gut gewesen, kaltes Wasser macht wieder frisch. Ja, aber ich möchte ungern jetzt nass werden, weil es ist heute wirklich nicht so warm. Es ist erschreckend, wie kühl es geworden ist im Vergleich zur letzten Woche. Ja. Obwohl es heute Nachmittag einmal so eine halbe Stunde sehr warm war. Ja. So. Ja. Aber der Herbst kommt, ich freue mich. Ich meine, jetzt kommt die Halloween-Saison und danach die Vorweihnachtszeit. Ach, herrlich. Oh, ich liebe es.
und dann wird überall schön mit Lichtern sein und ach toll. Ja, toll. Ich freue mich schon wieder, wenn Melli wieder in kurzen Hosen rumläuft. Hi! Ja. Und das dauert jetzt aber leider eine Weile wieder. Ja, jetzt wird die Melli wieder in Schal und Weste und dicke Jacke und kuschelig und ja, das ist so, ich freue mich. Ja, und das ist halt schon sehr traurig, weil letzte Woche war es noch so extrem heiß und jetzt ist so eine Temperatur. Letzte Woche hatten wir 36 Grad. Ja. Naja, egal, was sollen wir jetzt hier rumheulen? Ich bin halt der Sommermensch. Mir ist es dann auch scheißegal, wenn man mal ein bisschen schwitzt. Ja, und ich liebe den Herbst und den Winter. Weil ich finde immer, man kann sich passend kleiden, man kann viel anziehen, aber bei Hitze, ich komme erstens mit der Hitze selber gar nicht so richtig zurecht und irgendwann mehr ausziehen wie nackt geht dann auch nicht mehr. Aber das ist ja schon mal eine Lösung. Ja, aber auch nur für zu Hause. Ja, aber auch zu Hause, ja, aber auch im Auto mit Jacke finde ich auch immer uncool. Du bist immer so eingeengt und auf Achterbahn sieht das ähnlich aus. Aber ist halt so, ja, kommt und geht. Und ja, wir werden das auch auf jeden Fall alles wieder mitnehmen. Wir sind natürlich jetzt hier in Spanien, um auch noch was zu fahren. Wir haben ja hier noch die Columbus-Jolle und hier... Ne? Ja. Swing, Faria, Feria, irgendwas. Ja, irgendwas so. Mit Swing. Ja. Und damit fahren wir jetzt. Ja, mal, damit mal fahren wir jetzt noch und dann chillen wir noch was, trinken noch was, wir wollen uns irgendwo noch vielleicht noch einen Sasch holen, hast du gesagt. Ne? Ja, also ich war ja vorhin so enttäuscht vom Croissant Teilchen. Und dann habe ich gesagt, lass uns doch noch mal einen Flasch holen nachher. Für einen halben Liter 5,70 Euro. Ja. Kann ich nichts falsch mehr machen. Sollen wir auf jeden Fall machen. Womit fangen wir an? Hier mit Columbus Jolle. Wie sag mal, Olle. Feria Swing. Dann fangen wir eine Runde. Feria Swing. Hast du gesehen, dass war Phil eben, der hier gekommen ist? Den kennst du von Weihnachtsfeier, glaube ich. Ja, kann sein. Ja. Liebe Grüße nochmal. Sorry, wir waren mitten in der Aufnahme. Ja, gut. Also, Feria Swing. Ja. Singen wir jetzt eine Runde. Ja. Männlein, Weiblein, was holen wir dazu? Was? Du hast gesagt, wir sind eine Runde. Was nehmen wir jetzt dazu? Partnertausch. Ja, ich gehe zu Frauen. Ich habe hier noch mit dem Mann gehabt. Gut, dann suche ich mir. Muss ich mir jetzt einen Mann suchen? Ja. Nein. Gut, nee, ja, wir fahren jetzt hier und dann gucken wir mal, wer. Machen wir einfach mal. Guck ja, wir zwingen jetzt. Wir zwingen jetzt eine Runde. Fareria. Wie heißt das? Feria. Ja, ja. Ja. Hm? Hier gibt es auch lecker was auf dem Tisch. Guck mal, Abendbrot. Was essen wir eigentlich heute zu Abend? Ich habe keine Ahnung. Müssen wir noch was gestern essen? Gestern haben wir so geile Mettbrötchen gekauft. Das muss ich jetzt echt mal erwähnen. Wir waren im Kaufland und die hatten abends für 60 Cent Mettbrötchen mit Zwiebeln. Und ich bin ein großer Mettliebhaber. Und dann, Ben hat gestern Abend schon eins verputzt und ich habe gesagt, komm, ich nehme die morgen mit für die Fahrt. Und ratet mal, in welchem Kühlschrank sie gerade lagern. Bei mir zu Hause. Ich kann mich auch nicht um alles kümmern. Sei froh, dass ich dich nicht vergessen habe, dass du nicht noch zu Hause im Kühlschrank liegst. Fährt es überhaupt? Es wartet auf uns. Achso, es ist niemand da. Aber zum Swingen brauchen wir doch noch ein paar mehr, Leute. Wir sind offensichtlich die Einzigen. Das Geräteüberschuss. So, dann, ja, also, habe ich ja schon gesagt. Habe ich schon gesagt, dass wir viel Spaß und Onride und so? Ja, viel Spaß beim Onride. Und so. Und so. Samba in Mettmann. Beina. Für mich hier wird. Aber nee, da kommt der einer. Und der Gäste wattert der, weil ich nicht kann. Für mich ist bloß unser Mann. Ui! Arriba! Arriba! Soll ich das jetzt mit den Toilettenpapieren zählen? Das ist mir egal. Ich habe Probleme hier mit dem Toilettenpapierspender. Ich weiß nicht, ob es euch ähnlich geht, aber wenn ich Toilettenpapier ziehe, kriege ich immer nur ein Papier. Da ziehst du und ziehst und ziehst und ziehst und dann sind das nur zweilagig. Das heißt, da kannst du eigentlich auch gleich mit der blanken Hand. Vielleicht bin auch nur ich zu blöd dafür. Ich habe also auch das Problem. Gut. Ja. Vielleicht sind das auch gar keine, ist kein Toilettenpapier, sind einfach nur Taschentücher. Ja. So, ja, also wir hatten gerade einen kurzen Stopp bei der Toilette. Ja. Und jetzt? Jetzt fahren wir
Kolumbus. Ja. Jolle. Ja. Das ist zu klein, das kann ich da nicht mehr lesen. Kolumbus krieg ich noch hin. Ja. Kolumbus Jolle. Ja. Das ist ja interaktiv, ne? Ja, mit Schießen und so. Ja. Es ist halt wie Happy Sailor so ein bisschen. Nur, dass man selber steuern kann, vorwärts, rückwärts oder seitwärts. Und dann schießen? Einer muss lenken, einer muss schießen. Ja, wenn man alleine kann man das gar nicht. Doch, kann man schon. Kann man einfach fahren und nichts machen. Ja, kann man auch. Ja, aber man kann auch... Ich würde sagen, wir fahren wieder jeder in einem Wagen, ne? Ja. Ja. Machen wir das. Auch hier vorne nochmal ein kleines On-Reitchen. Ja, aber wirklich On-Reitchen. Ja. Die Gier nach Gold hat schon manchen die Sinne vernebelt. Ich kann euch nur vor dieser Reise warnen. Ihr werdet vielerlei Gefahren begegnen. Gewaltigen Stürmen, haushohen Wellen und reißenden Strudeln. Und als ob das nicht weißt schon du Bescheid, wäre, bist du bereit? Ihr ja, müsst auch noch mit dem Beschuss durch feindliche Kanonen rechnen. Oh Gott, feindliche Kanonen, Schatz. Ihr wollt es ja. Na gut, also, dann on ride, kommt. Das ist nicht grün, sag ja. Sommer, Sonne. Mücken. Mücken? Was denn hier nach geschlagen? Ja, wir sitzen hier am portugiesischen Strand, schauen uns die Wellen an. Wir fahren immer so Boote, die machen richtig Welle. Ja, wir wollten eigentlich ja einen Slush haben. Ja, leider haben die schon zu. Genau, weil dahinter ist ja diese Gelato-Bühne, Bude. Und ihr seht schon, was eigentlich erst später aufmacht. Und zwar hier die Almhütte, die portugiesische Almhütte, wo der Almklausi gespielt wird und es portugiesische typische Speisen gibt wie Schupfnudeleintopf oder Krautsalat. Leberkäse, genau, sowas gibt's da. Oder wie heißt die nochmal? Ja, Käse. Spätzle. Portugiesischer kann es halt einfach nicht sein. Ja. So, und dann haben wir festgestellt, oh nein, es ist zu spät, die haben zu, die hatten generell heute zu. Ja, und jetzt haben wir uns für einen alkoholfreien Cocktail entschieden. Genau, denn hier gibt es Cocktails vom Cocktailwerk, da. Das ist halt wirklich die gleiche Werkstatt, die halt auch die Cocktails machen für Rolantica. Cocktails machen ist eventuell, ja. Etwas zu sehr... Ja, es ist auch, eigentlich ist, es wird nicht Cocktails gemixt, es wird gemacht. Das ist ein Knopfdruck und dann kommt aus der Leitung dieser Cocktail halt raus. Ja. Hier gibt es mehr Cocktails als in Rolantica. Ich weiß nicht, ob es dieselben Cocktails sind, die es auch immer auf der Halloween-Party gibt. Ja, sind es. Ja? Ja. Dabei gibt es doch auch immer so Halloween-Blutmonster. Aber ich muss ja mal was loswerden. Ja, jetzt kommt das nämlich erst. Ja. Ich habe einen Fruit Punch bestellt und Ben hat Madame Freudenreich bestellt. Aus.
Zeig doch mal, wie die aussehen. So sehen sie aus. Der eine ist gelb, der andere ist orange. Und ich habe den jungen Mann dann gefragt, ja, welcher ist denn jetzt welcher? Ja, ich denke, dass das das ist und das das. Und wenn nicht, dann tauschen sie. Müssen sie einmal probieren. Weil ich hab's vergessen. Also aber nicht so, ha, witzig, ich hab's vergessen, sondern... Also, ich hatte fast schon eingeschlafen beim Reden. Ja. Also, er ist auch kurz vor Feierabend wahrscheinlich. War schon genervt, dass wir noch kommen. Ja. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht ist das das und das das und ansonsten müssen sie halt tauschen. So. War ein bisschen, ja, nicht so freundlich. Wenn jetzt einer eine Mangoallergie hat, dann ist es halt Pech. Ja, ist halt so. Ist halt das Krankenhaus. Ja, den lassen wir uns jetzt schmecken. Kostet 8 Euro. Plus 2 Euro Becherpfand. Meiner schmeckt mangotastisch. Meiner schmeckt sehr nach Pfirsich. Nee, Nektarine. Pfirsich? Säuerlich. Lecker. Mhm. Meiner schmeckt mir besser. Ich mag ja kein Mango. Nein. Süßlich. Süßlich, fruchtig, zart. Ja, wenn der Mitarbeiter jetzt noch ein bisschen mehr Elan hätte und ein bisschen freundlicher wäre, würde es mir wahrscheinlich noch besser schmecken. So, ob er jetzt mit Elan auf den Knopf drückt oder ob er da einschifft. Ja, ich habe das letztes Jahr beim Oktoberfest habe ich das ja auch gesehen. Da habe ich mir alkoholhaltige Cocktails geholt und ich war so erstaunt, die halten den Becher unter das Ding, drücken auf den Cocktail drauf und der kommt fertig raus. Ja. Die haben ja nichts zu tun. Das ist ja super. Ja, aber ich finde halt auch, so ein Cocktail, da gehört auch so ein bisschen Show zu. Dieses Machen, so, weißt du, was du auch in den Hotelbars halt hast, da fehlt dir halt ja komplett. Und für mich ist ein Cocktail dann nicht so wertig. Das ist halt wie, wenn ich ein Glas drunter stelle und dann halt auf Cola drücke. Das ist, dafür bin ich dann auch eigentlich nicht bereit, so viel Geld zu bezahlen. Weil da, für mich ist das nicht so wertig, weißt du, was ich meine? Das ist ein Massenprodukt so. Und das ist halt ein bisschen schade. Ja, egal, es schmeckt trotzdem jetzt. Ich habe einfach Durst gehabt. Es wird jetzt langsam ein bisschen dunkel. Das liegt zu einem daran, dass es wahrscheinlich gleich regnen wird. Und zum anderen, dass der Abend einbricht. Genau. Wir trinken das jetzt noch auf. Und dann fahren wir nochmal Voltron. Nochmal Blue Fire. Genau, wir fangen dann nochmal von vorne an. Ja. Nein, wir hören auf. Für heute. Keine Lust mehr hier. Morgen können wir noch 2-3 Stündchen hier im Park sein. Und dann fahren wir nach Haus. Genau, wir sind halt nur einen halben Tag da oder einen Vierteltag, keine Ahnung. Machen vielleicht noch ein paar Aufnahmen und so. Gucken, ob wir dann noch ein Video irgendwie schaffen. Vielleicht ein besonderes Video, kein normaler Vlog. Dafür ist der Tag dann halt zu kurz. Tatsächlich wird das jetzt erstmal hier mein letzter Besuch im Europapark sein. Mit meiner Jahreskarte, keine Sorge. Also meine Jahreskarte geht jetzt noch, glaube ich, 18 Tage geht die lang. Eigentlich sollte dieser Europapark-Aufenthalt erst 2 Wochen später stattfinden. Wir haben aber nochmal umgeplant. Eigentlich wollten wir heute Abend auch nochmal zum Oktoberfest hier im Europapark. Hatten wir auch überlegt, ne? Hatten wir überlegt. Genau, ist halt seit heute Abend der erste Tag. Was auch cool ist, aber das wäre uns jetzt fürs Wochenende erstmal zu kurzfristig gewesen. Und wir hatten uns so oder so dafür entschieden, dass wir das privat machen und dafür jetzt nochmal ein Video machen. Weil Musik können wir euch sowieso nicht hier zeigen, weil dann gibt es ja Ärger mit YouTube. Und wenn wir ja da Alkohol konsumieren, dann ist das halt auch, glaube ich, nicht sehenswert, wenn wir da so... Ja, ich habe mich ein bisschen schwer damit getan, so, es gibt ja hier Videos auf dem Kanal, wo Ben auch schon Alkohol konsumiert hat, wo wir auch Alkohol konsumiert haben, letztes Jahr, jetzt schlag mich doch. Oktoberfest waren wir ja auch hier und man hat ja gemerkt am Ende, wir waren sehr gut dabei und ich finde, das ist einfach das falsche Format für den Kanal, weil hier geht es um Freizeitparks, Kirmes und ein bisschen aus unserem Leben. Aber es gucken halt auch so viele kleinere Kinder zu. Wir merken das immer wieder, wir werden im Park angesprochen mit kleinen Kindern, wir werden auf der Kirmes angesprochen, die fragen, ob sie ein Foto mit uns machen können. Ich glaube, das ist der falsche Ansatz, da ständig Videos mit Alkohol. Ja, also ständig gibt es das sowieso nicht, aber es ist halt auch so, es wird sich nichts ändern.
am Oktoberfest. Also da gibt es halt zünftiges Essen, es gibt leckeres Bier und es gibt Live-Musik. Das ist im letzten Jahr so gewesen, das war davor das Jahr und das wird dieses Jahr so sein. Wenn man da halt Interesse dran hat, dann kann man sich das dann halt auch nochmal angucken, wenn man möchte. Wir haben aber auch für uns gemerkt, bringt uns auch gar keinen Mehrwert. Es wurde auch nicht geklickt, großartig, weil wir auch am Ende dieser ganzen Saison da halt waren und dann guckst du sowieso nicht mehr, wenn es vorbei ist und man es nicht mehr buchen kann. Ja, so, und das ist, es gibt für mich ja ein schöneres Oktoberfest. Ja, das echte Oktoberfest. Da fahren wir tatsächlich hin. Genau, und davon wird es auch wieder ein Video geben. So, ja. Und ja, dafür auf jeden Fall abonnieren. Wie gesagt, wir machen das Oktoberfest hier nicht schlecht vom Europapark, das ist sehr gut. Wir haben uns jetzt aber auch nur dagegen entschieden, das nicht zu besuchen, weil wir einfach jetzt zu wenig Zeit haben. Wenn wir jetzt halt auch noch heute Abend da hingehen, wir sind jetzt schon kaputt, dann halt heute Abend noch bis um 1 Uhr oder bis 12 Uhr. Dann sind wir 24 Stunden einfach wach. Ja, das macht einfach gar keinen Sinn. Und so. Montag wieder arbeiten. Genau. Und wie gesagt, wir planen ja jetzt auch jedes Wochenende noch etwas. Ne? Also es ist ja jetzt wirklich fast jedes Wochenende noch was. Das ist wirklich so. Also wir haben jetzt wirklich jedes Wochenende die nächsten 3 Wochenenden geplant. Dann sind es, glaube ich, 2 Wochen. Und dann haben wir Urlaub. Und im Urlaub werden wir natürlich noch was machen. Und ja, da könnt ihr euch auf jeden Fall über einiges freuen. Wir werden natürlich auch Halloween unterwegs sein. Wir werden auch natürlich in der Weihnachtssaison unterwegs sein. Wir werden auch hier sein. Wie gesagt, was ich eben gesagt habe, es ist mein letzter Besuch erstmal mit der Jahreskarte. Ich werde die Jahreskarte in diesem Jahr nicht verlängern. Mandy auch nicht. Allein aus dem Grund, dass uns jetzt am Ende des Jahres auch die 450 Euro jetzt einfach zu viel sind an dieser Stelle, weil wir ja noch so viel vorhaben. Und es kommt ja auch noch Weihnachten. Deswegen kommen wir nochmal, werden halt auch dann einfach eine ganz normale Tageskarte holen. Und im nächsten Jahr sieht das dann halt nochmal anders aus. Dann überlegen wir, wie wir es machen. Aber wir werden auf jeden Fall so oder so immer noch weiter hier im Park sein. Ob wir jetzt die Jahreskarte haben oder nicht. Ja, es ist nur so, dass ich auch denke, dass die Jahreskarten nächstes Jahr nochmal teurer werden. Ja, da gehe ich ganz schwer von aus jetzt, auch mit sein, Voltron ja. Und so. Ne? Und dann muss man halt wirklich irgendwann auch mal rechnen, ob es sich überhaupt rentiert. Ob es dann wirklich irgendwann... Ja, für dich hat es ja sich rentiert, weil wie wir hier angefangen haben oder Millie dazugekommen ist, da waren wir 2-3 Mal im Park und da hat sie halt schon so viel Geld an Eintrittskarten ausgegeben und ich dann gesagt habe, ja, also wir werden dann auf jeden Fall, werde ich nochmal hin und dann möchte ich nochmal hin, wo es dann halt einfach Sinn macht und kann ja überlegen. Aber jetzt zum Beispiel waren wir ja auf dem Oktoberfest, jetzt brauchen wir das zum Beispiel nicht mehr. Halloween weißt du auch nicht ganz genau und was nehmen wir mit, was nicht. Genau, und es gibt auch noch so viele andere Parks mit Jahreskarten, wo ich vielleicht auch Interesse hätte, da mal zu gucken. Ja, das heißt ja nicht, dass die eine Jahreskarte die andere ausschließt. Aber das sind alles so Überlegungen, die müssen wir uns dann mal in Ruhe dann auch mal überlegen, dann wenn halt mal Zeit ist und wenn die nächste Saison ansteht. Das ist jetzt auch einfach viel zu früh. Wir sind jetzt an der Zielgeraden. Einige Parks haben länger auf als andere. Das ist halt für uns immer noch ganz gut, dass wir da halt noch was mitnehmen können. Wir lieben halt hier die Wintersaison mit den ganzen Weihnachtsbäumen und das ist so eine schöne weihnachtliche Zeit. Und dann steht hier später das Bellevue-Riesenrad an dieser Stelle. Ja, und all das werdet ihr auch noch erleben. Und wie gesagt, wie es dann im nächsten Jahr aussieht, ob wir uns mal auch eine andere Jahreskarte noch zulegen oder ob wir sofort wieder mit der Europapark-Jahreskarte starten. Das ist alles, das müssen wir einfach mal gucken. Ja. So, wie wir also Bock wir werden haben. Euch auf jeden Fall weiter mit Videos füttern. Ja, auch aus dem Europapark. Auch aus dem Europapark, aber ich würde auch tatsächlich gerne noch andere Parks mal besuchen. Absolut. Das ist mir jetzt auch mal aufgefallen. Ich bin jetzt auch mal nochmal über die Videos gegangen von diesem Jahr. Klar, wir haben jetzt nicht so viel gemacht, wie eigentlich geplant wäre. Wir hätten auch noch andere Parks sowieso auch in anderen Ländern besucht. Aber wenn man jetzt halt mal guckt, es ist mit Abstand halt von der Auswahl an unterschiedlichen Parks in diesem Jahr bei Fanta Marina aus unterschiedlichen Gründen sehr mau. Ja. So, und da wollen wir natürlich auch nochmal ansetzen, euch auch nochmal was anderes zu bieten. Und ja. Ja, also es ist sehr Europapark-klassisch. Ne? Klar, wir haben die Jahreskarte, ja. Ne? Dann will man es auch nutzen. Und ich liebe den Park, ich finde den toll. Aber es bedeutet für uns auch immer 4,5 Stunden Autofahrt hin. Meistens mit einer Nachtunterkunft, die auch noch dazu kommt. Mindestens. Dann wieder 4,5 bis 5 Stunden zurückfahren. Das muss man halt auch alles mit berechnen. Ja, aber wenn wir in andere Parks fahren, die du noch nicht gesehen hast, die sind auch nicht um die Ecke. Das heißt, guck mal, da oben ist das Feuer an. Müssen wir auch halt fahren. Also wir wollen euch auf jeden Fall auch noch viel mehr bieten. Auch nochmal Parks, die halt vielleicht zu kurz gekommen sind, auch in dieser Saison und in der letzten Saison. Und sie hier kennt ja noch nicht so viel.
also es gibt ja noch so viele Parks, die du noch nicht besucht hast, wo du wahrscheinlich auch, hast ja gesagt, mal gerne hin möchtest, hoffentlich. Amerika. Nein. Ja. Oder? Also ich habe schon gesagt, ich würde ja sehr gerne irgendwann mal nach Polen. Ja, ich würde sehr gerne dorthin. Ich würde gerne in den Hansapark. Ich würde gerne, ach, was würde ich alles gerne machen? Wir haben auch schon über Disneyland gesprochen. Ich bin ja eher so die Kirmes-Fraktion. Ich habe mich, bevor wir wieder zusammengekommen sind, habe ich mich mit Freizeitparks kaum befasst, außer mit dem Moviepark. Hm. Aber, ja, und mal mit dem Phantasialand. Aber, ja, ich würde gerne noch mehr sehen. Aber das bedeutet eben auch, dass wir auch mal woanders hin müssten wie Europapark. Genau. Und ja, dafür haben wir zum Beispiel auch Urlaube. Und ja, wir gucken halt einfach, so wie wir lustig sind. Wir machen das ja auch in den Videos, machen wir das genau so. So wie wir Lust haben, so machen wir die Videos und so gehen wir halt auch dran, was dann halt die Parks angeht. Und in diesem Jahr waren halt so ein paar Sachen, die dagegen gesprochen haben, weil wir es nicht anders konnten. Ja. Also durch die Gun ist halt mal so, der Unfall Haken dran, hat da fertig. Groß mit reingespielt. Ja. Ne, das hat uns die komplette Sommertour gekostet. Ja. Das ist genau ein Tag, bevor wir planen wollten. Ne? Nee, ein Tag, nachdem wir geplant haben. Ein Tag, nachdem wir geplant haben, hatte ich den Unfall. Und dann... Ja. Ist die komplette Sommertour quasi ins Wasser gefallen. Ja. Und im Frühjahr haben wir auch nicht so viel gemacht. Das heißt, also wie gesagt, da kommt noch einiges. Freuen wir uns drauf. Und ich finde es halt auch ganz gut, dass du halt auch andere unterschiedliche Parks siehst und dann halt auch so dieses Ranking machen kannst, dass du halt siehst auch, wie unterschiedlich sind die Parks aufgebaut. Wo sind da die Schwerpunkte? Das ist halt komplett ja unterschiedlich. Und dafür müssen wir unterwegs sein und das machen wir dann. So, das war's? Oder wolltest du noch was sagen? Nö. Wir quatschen seit 14 Minuten. Ja, stimmt. Deswegen wollte ich ganz mal... Grundsatzdiskussion über Hunter-Marina. Ja, das ist jetzt so ein Abendinterview gewesen. Ja. Wird auch langsam richtig dunkel. Guck mal da hinten. Seht ihr das? Diese die Engelbacken. Oh ja, stimmt. Also, wir trinken jetzt unseren Cocktail noch auf, fahren dann zu unserer neuen Unterkunft, da wo wir noch nie waren. Ja, ich freue mich sehr drauf. Ja. Das ist ja auch wieder so eine Sache. Wir haben jetzt ein bisschen was rumprobiert. Beim letzten Mal ja auch schon, wo wir mit den Kindern hier waren, hatten wir auch eine neue Unterkunft. Und das ist auch schon ganz interessant. Hm. Gut, bei der Unterkunft, wo wir heute sind, müssen wir 10 Minuten hinfahren. Deshalb hat auch das Oktoberfest dagegen gesprochen, weil wir eben jetzt eine Unterkunft haben, wo wir mit dem Auto hin müssen. Genau, da trinken wir da natürlich nicht, logischerweise. Ja, genau. Aber da können wir dann auch mal, wenn das gut ist, wenn wir nochmal da hinkommen, dann auch mal ein Video machen. Heute machen wir kein Video mehr. Aber auch sowas kommt noch. Genau, das war's jetzt, oder? Ja. Ja, dann schönen Abend euch noch, schönen guten Morgen, schönen guten Nacht, Nachmittag, je nachdem, wann ihr das Video guckt. Abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Guckt auch mal hier rum, es gibt noch ganz viele andere Videos aus dem Europapark. Kommentiert, lasst ein Like da und ja. Viel Liebe. Viel Liebe. Mhm. Wir können auch mit Kritik umgehen. Genau. Wenn sie meine ich das nächste Thema auch. Ja, genau. Wir können mit Kritik umgehen. Wir haben heute wieder so einen tollen Kommentar gehabt. Wichtig ist immer, dass sie konstruktiv ist. Dann ist alles okay. Ja. Und nicht persönlich werden, angreifend. Ja. Also auf eine Art Leute damit ins Boot holen, die damit nichts zu tun haben. Ja. Nehmen wir jetzt kein Thema noch auf, sonst wird es noch länger. Sowieso schon weg, deswegen. Ja, gut, das war's. Tschö. Bis zum nächsten Mal. Ciao.